Für den nächsten Ballon d'Or im Gespräch ist tatsächlich kein geringerer als Robert Lewandowski. Warum? Er hat insgesamt 51 Pflichtspieltore erzielt. Das ist Wahnsinn, eine Quote, die man sonst eher von einem Messi, von einem Ronaldo kennt. Und auch Hansi Flick wurde gefragt und er hat gesagt Folgendes. Wenn ich es einfach mal nach Toren messe, er hat in der Bundesliga 34 Buden gemacht und 51 Pflichtspieltore insgesamt sind auch eine Hausnummer. Da kann man auch mal nachdenken, dass man mal einen Spieler aus der Bundesliga zum Weltfußballer machen kann. Ja, also Flick würde das schon mal unterstützen. Ich persönlich auch, denn ganz ehrlich, sowohl Ronaldo als auch Messi hatten diese Saison ihre Höhen, ihre Tiefen, beide meiner Meinung nach. Und auch alle anderen, gut, bei Liverpool gab es natürlich noch einige Superstars wie Mané, die richtig gut gespielt haben. Aber auch da muss man gucken, sind sie aus der Champions League raus. Also es wird sehr schwierig, den Weltfußballer zu bestimmen. Aber was ich heftig finde, es gab noch keinen, seit 91 dieser Titel vergeben wird, gab es noch keinen aus der Bundesliga, der es geschafft hat. Und das finde ich sehr schade. 2013 hätte es eigentlich Ribéry werden können. Ja, ich glaube, stattdessen hat Messi dann den Preis bekommen, was ich nicht in Ordnung fand, weil ich fand, Ribéry hätte es 2013 mit Bayern mit dem Triple, hätte er es verdient gehabt, einfach, es war sein Jahr. Er hätte es da verdient gehabt und schade, anscheinend die Bundesliga wird ja immer so wieder so ein bisschen umgangen. Klar, man hat mittlerweile Ronaldo und Messi in den letzten 10 Jahren gefühlt fast immer gehabt, bis diese Modric-Ausnahme. So, und hat immer einer von den beiden den Preis quasi schon sicher gehabt, verstehe ich auch, aber ich finde, Lewandowski hat in dieser Saison so überragend gespielt, dass ich es nicht unfair fände, wenn man ihn dafür nominieren würde für diesen Preis. Ja, für den Ballon d'Or oder Weltfußballer, der Titel ist ja mittlerweile was Unterschiedliches, aber ich finde, Lewandowski hätte ihn verdient. Was sagt ihr dazu, liebe Freunde? Ist das vollkommen übertrieben? Sagt ihr, nein, das können nur Bayern-Fans behaupten? Oder sagt ihr, doch, Lewandowski, ganz objektiv, hat eine unfassbare Saison gespielt, er hätte es jetzt endlich mal verdient. Eure Meinung in die Kommentare, klickt in die Mitte, um herauszufinden, dass Messi und Griezmann sich mittlerweile wieder vertragen haben. Was ist passiert beim letzten Spiel? Findet alles heraus, klickt in die Mitte auf das Video, wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig.